Hallo liebe Freundinnen, liebe Freunde einer Drogenunterhaltung und willkommen zu einem weiteren Video zur Nominierung, zur Bekanntgabe der Longlist und der Shortlist natürlich auch der Jury Spiel des Jahres. Und jetzt habe ich einen besonderen Gast. Wie letztes Jahr hat sich nämlich der Jurypräsident Harald Schrapers bei uns eingefunden, um noch ein paar Fragen zu beantworten, was ich natürlich total super finde. Wir sind ja immer schön, wir spekulieren natürlich immer gern schön ins Blaue. Und da ist immer gut, wenn man nochmal so geerdet wird und nochmal richtig von der Jury selber hört. Hallo Harald, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr schön bei euch zu sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, also ihr habt mal wieder den Schleier gelüftet. Dazu gibt es natürlich die Videos, müssen wir jetzt nicht nochmal runterbeten. Oder viele von euch haben sicherlich auch den Livestream verfolgt mit dem neuen Format. Diesmal habt ihr ja schön am Anfang schön erklärt, nochmal Longlist, Shortlist, damit nicht zu viele, nicht zu viele Verwirrungen aufkommen. Aber das hat sich jetzt bewährt, erstmal kurz vielleicht vorab. Dabei bleibt ihr jetzt auch bei diesem Format, dass ihr quasi alphabetische Longlist erst verkündet und dann wird erst der Schleier gelüftet, wer davon eigentlich nominiert ist, ja. Ja, ich habe ja schon mal darüber überlegt, ob man nicht, nicht nur 20 Minuten Unterschied macht zwischen der Longlist und der Shortlist, sondern vielleicht einen Monat im Ganzen, weil die Spiele auf der Longlist, also die, die später dann auch nur auf der Empfehlungsliste sind, damit die wenigstens mal so sozusagen den Fame des Siegers ein paar Wochen vielleicht genießen können, weil es sind wirklich auch erstklassige Spiele darauf. Na, und klar. 20 Minuten später fühlt man sich schon wieder ganz kleines bisschen als Verlierer, weil das ganz Große dann doch nicht geschafft hat. Und das finde ich so schade. Allerdings, wir haben es auch schon mal durchdacht. Das ist natürlich sehr kompliziert und würde auch sehr viel durcheinander bringen. Also deswegen wird es erstmal in der Form so bleiben, dass man 20 Minuten lang sich im Gefühl kann man noch hoffen. Des Siegers fühlen kann. Ja. Ja, bei den nominierten Spielen sind es ja jetzt noch ein bisschen länger, bis zum Juli, ne, beim Kinderspiel bis zum Juni, wo wir wirklich drei Sieger haben. Ja. Ja, aber die nutzt ihr ja auch, um das alles nochmal zu spielen und nochmal zu beraten und nochmal zu überlegen. Das ist ja auch eine gute Geschichte. Was uns aufgefallen ist, nur nochmal, um das abschließend zum Prozedere, ist, dass wenn ihr natürlich die Nominierten, die Shortlist, auch in alphabetischer Reihenfolge verkündet, dann wird es natürlich, wenn der zweite Titel schon bei S ist, dünn, wer da noch kommen kann. Ja, gut, dazwischen sind ja jetzt auch keine 7 Minuten Pause oder so, wo alle ihre alphabetischen Kenntnisse abgleichen und so, sondern es geht ja direkt weiter. Ich glaube, damit kann man leben. Wir könnten natürlich auch vorher öffentlichkeitswirksam auswürfeln, in welcher Form, in Reihenfolge wir die Spiele verkünden. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit geschunden, ne? Aber ich glaube, so geht es dann. Ne? So. Ja, na klar. Ja, also so viel zu kurz zum Prozedere. Das haben wir aber eigentlich ja schon letztes Mal besprochen. Jetzt müssen sich die Leute einfach noch ein bisschen dran gewöhnen, immer wenn es eine Veränderung gibt. Aber das ist natürlich eine Weile. Aber ich glaube, inzwischen haben es die meisten auch verstanden, wie ihr das meint. Ja, ich habe ein paar Fragen. Ihr habt ja auch immer so eine kleine so eine kleine Erklärung zu den ganzen Sachen finde ich auch immer sehr spannend. Und besonders spannend fand ich, du hattest es erwähnt, die Frage der Themen, wo du gesprochen hast darüber, dass den Unterschied zwischen realen Themen und fantastischen Themen, ich glaube, das war vor allem in Bezug auf Arche Nova gemünzt, dass eben man das herausziehen kann, dass es ja eben ein reales Thema aus der wirklichen Welt ist, durchaus vielleicht auch mit kontroversen Aspekten und dass es eben man eigentlich begrüßen kann, dass das noch gemacht wird oder dass es überhaupt gemacht wird, im Gegensatz eben zu den, sag ich mal, unverfänglichen, fantastischen Themen, die vielleicht so der einfachere Weg sind. Ja? Also wie würdest du das einschätzen? Weil natürlich trotzdem, wenn man auf die Nominierten guckt, hat man natürlich auch gut, mit Kryptid ist ein fantastisches Thema, Dune Imperium ist ein Franchise, aber natürlich auch fantastisch, Living Forest ist ein fantastisches Thema, Witchdawn auch, Korra ist sehr historisch, ich glaube, da muss man mit der Lupe suchen, um da was irgendwas zu finden, was einen stören könnte, ja. Also wie siehst du das Thema, ist es dann wirklich quasi so ein kleiner Bonus bei euch, wo ihr sagt, ey, das finden wir wirklich vielleicht auch besonders preiswürdig oder wie würdest du das nochmal ausführen?
Also wir sprechen ja, während wir über die Spiele abstimmen, so nach und nach, ja zu, sag ich mal, 98% nur über die Kriterien, macht das Spiel Spaß, macht das Spiel Spaß oder macht das Spiel Spaß? Ja, Viertens, ja. kann ich die Regel verstehen? Und fünftens, hilft mir die Grafik und Gestaltung beim Spielen oder hindert sie mich? Und nur unter sechstens kommen dann noch viele andere Kriterien. Und die Frage, ist dieses Thema jetzt irgendwie zeitgemäß oder sonst wie, spielt eigentlich immer nur eine sehr nachgeordnete Rolle. Aber wir haben mal anschließend natürlich darüber nachgedacht, weil auch ich oder der Bernhard Löhlein als Sprecher oder die Leute, die selber ein paar Sachen dazu schreiben wollen, dann doch gerne einen Hinweis hätten und gefragt haben, ja, gibt es denn sowas wie einen Trend? Ne? Also irgendwas, weil die Journalisten, die fragen dann, ne? Der Hunter will es wissen, ne? Ja, Und genau. womit zeichnet sich so etwas aus? Ne? So ein, und auch andere Journalisten, die wollen sowas immer wissen. Und der Punkt ist ja, eigentlich gibt es ja gar keine so richtigen Trends, ne? Aber irgendjemand sagte, ja, Tier und Natur ist so viel, ne? Ja, und vielleicht könnte man ja überlegen, ja, in Zeiten, die so schwierig sind mit Pandemie und Krieg, ne, dann machen die Leute genau das. Aber ich bin der festen Überzeugung, reiner Zufall, dass diese Spiele, die sich als herausragend herausgestellt haben, in diesem Jahr ausgerechnet alle Tiere und Natur haben, oder zumindest ein Teil davon. Aber und dann ist mir aber uns ist uns gemeinsam aufgefallen, dass das ja vielleicht auch gar nicht so das beherrschende Thema ist. Hat Living Forest eigentlich Tiere im Spiel? Oder ist es nicht eigentlich was anderes? Weil die sehen ja schon ein bisschen komisch aus, ne? Ja, ist nicht Die, sehr realistisch auf jeden Fall. ne? Sehr, sehr genau, ne? Und da ist uns doch aufgefallen, der Trend scheint eher in eine andere Richtung zu gehen. Und so ein Spiel wie Arche Nova, was ich thematisch absolut brillant finde, und so muss man mit Themen umgehen. Und auch gerade auch mit kontroversen Themen. Da muss man den Mut haben, sie sensibel auch in ihrer ganzen Dimension, soweit das in einem Strakt, ja, jedes Brettspiel ist eine Abstraktion, möglich ist. Und dann freut mich das. Und dann finde ich es nicht gut, das ist ja gar keine Abwertung der anderen Spiele, wenn Redaktionen sich hinsetzen, ja, bevor ich irgendwas Kritisches anpacke und mir Gedanken mache, wie kann ich es zeitgemäß darstellen. Verzichte ich lieber auf irgendetwas und gehe in eine fantastische Welt, dann wäre es nicht so schön. Weil man auch sieht, gerade am Spiel Arche Nova, dass es oft vielleicht sogar einfacher ist, in ein Spiel reinzukommen, wenn es an der realen Lebenswelt der Menschen anknüpft, ne? Ja, Und das ja. gilt für Kinderspiele natürlich, aber auch für Erwachsenenspiele. Und es hat natürlich auch einen lehrreichen Aspekt. Ja? Man lernt natürlich auch was, wenn irgendwas Reales abgebildet wird, sei es jetzt historisch oder nicht. Ich meine, ihr hattet ja auch den Fall letztes Jahr mit Paleo, dass ja da auch ja dann eben eine kleine Kontroverse aufkam, die aber ja auch gut beantwortet wurde. Also es geht ja immer darum, also vom Verlag, da geht es dann um die Geschichte mit den Darstellungen der Urzeitmenschen als nicht nur weiße, sondern auch farbige. Ne? Da war vielleicht ein bisschen so die europäische Brille aufgesetzt, ohne dass jemand da sicherlich eine Absicht dahinter hatte. Aber eigentlich ist es ja auch gut, wenn sowas aufkommt, wenn sowas, ne? Und dann reagiert der Verlag und man kann darüber reden. Und warum auch nicht? Ja? Also ich denke, das ist eigentlich eine gute Sache. Und sowas kann natürlich bei einem Spiel wie Living Forest nicht passieren, weil. Also, wir reden jetzt immer über Living Forest, aber es könnte euch jetzt ein anderes fantastisches Spiel auch sein, weil ja, das hat sich halt irgendwer irgendwie ausgedacht und das war's. Ja, also, das finde ich auf jeden Fall, ich kann das auch nur unterstreichen, ich finde das auch gut gemachte und ganzheitlich dargestellte reale Themen, das ist nur zu begrüßen und Hut ab für alle, die das machen. Ja, also, mich als Spieler interessiert das auch eigentlich mehr als die nächste ausgedachte Welt. Ja, sehr schön. Bleiben wir kurz bei Living Forest. Eine Kleinigkeit, da haben wir uns natürlich so ein bisschen geschickert. Jetzt steht auf Living Forest von Pegasus Familienspiel drauf. Das hat euch aber natürlich nicht abgehalten, eure eigenen Einteilungen zu machen. Jetzt ist es fürs Kennerspiel nominiert. Ist das, ja, was sagst du dazu? Ist das ein Fingerzeig an den Verlag oder dass er jetzt das doch anders einsortieren soll?
Ich finde das nicht besonders gut, dass da Familie draufsteht, aber dass auf einem Spiel, wenn auf einem Spiel wie Cascadia Familie draufstehen würde, fände ich es ganz genauso nicht gut, weil auch unser Roter Pöppel, der ist ja kein Ja, Familienspielpreis, das ist richtig. sondern wir Darfst du sich sagen verwechseln? ganz, ganz explizit, es ist ein Spiel für alle. Also völlig egal, ob du es in der Familie spielst oder ich habe es Cascadia gesagt, war natürlich völlig falsch. Es ist bei Scouts so, es ist bei Top Ten so. Und wir beide wissen es ja genau so wie viele andere, die hier wahrscheinlich zuschauen. Man kann mit diesen Spielen innerhalb und außerhalb der Familie genauso viel Spaß haben. Das hat damit gar nichts zu tun. Natürlich achten wir bei roten Spielen auch darauf, dass es zumindest auf der Empfehlungsliste genug Spiele gibt, die man auch mit Kindern spielen kann, so ab 8, 9, 10 Jahren, ne? Das spielt immer noch eine große Rolle. Unser Auftrag in der Satzung ist, das Spiel in der Gesellschaft und der Familie in der Reihenfolge zu fördern. Da gehören auch Kinder dazu. Aber die haben da jetzt auch keine Priorität oder auch nicht beim roten Preis, ne? Sondern das ist wirklich unser Spiel für alle. Das kannst du mit Kolleginnen und Kollegen, mit deinen Nachbarn ganz genauso spielen. Und deswegen, also natürlich, Living Forest kann man in vielen Familien spielen. Und wir haben ja heute auch längst ein viel abwechslungsreicheres Familienbild, als man es vielleicht noch in den Ende der 70er Jahre entworfen hatte, als auch der Preis Spiel des Jahres entworfen wurde. Heute spielen ja auch Jugendliche mit ihren Eltern ein Spiel. Und die kriege ich doch leichter, womöglich mit dem Living Forest an einen Tisch, als mit einem, ja, My Goldmine, sagst du, das ist auch top für Kinder. Aber jetzt frag mal einen 13-Jährigen, ob er da jetzt mit großer Begeisterung am Tisch sitzen würde. Ne? Früher hätte man gesagt, also 13-Jährige spielen dann sowieso nicht mehr. Spätestens bei der Pubertät ist Quatsch, da wollen die mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, das hat sich geändert, weil sich auch das Bild des Spielens geändert hat. Und das hat gar nichts mehr mit Alter zu tun. Auch Jugendliche wissen inzwischen, Spielen ist kein Kinderkram. Erwachsene wussten ja schon lange, ne? Und das hat sich inzwischen so breit durchgesetzt. Und wir sehen ja auch, dass auf so Veranstaltungen wie Spielemessen zum Beispiel auch das Alter der Leute, die da hingehen, ja auch runtergeht, ne? Auf Also jeden wir Fall. beide wissen es. Das große Publikum wundert sich, ne? Hätte gedacht, früher, da gehen nur Eltern mit ihren Kindern hin. Das sind Kinderveranstaltungen, so Oder Rentner, Spielesachen. wir hören auch immer so, kommen doch bei Ihnen kommen doch sicher nur Rentner, ja? Ja, genau. Oder so, ne? Genau. Also deswegen, ich glaube, das tut dem Spiel richtig gut. Also Living Forest, eindeutig ein Spiel für Familien und nicht Familien, aber das gilt für alle anderen von uns empfohlenen Spiele ganz genauso. Ja, das ist sicherlich ein Problem, einfach auch dieser Einteilungen. Aber wir haben das Problem genauso. Wir sind auch am Überlegen, ob wir unsere Videos schon so ein bisschen mehr vorbranden, damit die Leute mehr wissen, was ist es. Aber da, man hat natürlich das Problem, schreibt man dann, ist ein Familienspiel drauf, heißt es jetzt nur für. Es ist schwierig, ja. Es grenzt dann auch immer die Leute ein. Ja, was soll man dazu sagen? Man kann auch die Verlage verstehen, wenn sie versuchen, irgendwie das einzuordnen, wobei ich da auch immer wieder das Gefühl habe, dass sie da daneben liegen, sagen wir es mal so. Also noch eins zu der Aufschrift, Familie. Also es hat bei uns in der Diskussion null Rolle gespielt, weil es ist uns bei der Auszeichnung eines Spiels, ich meine, wir sind alle 10 in der Jury, wir sind begeisterte Spielekritiker und Kritikerinnen und uns geht es um den Kern des Spiels. Und wenn da irgendjemand kommt und bei uns argumentieren würde, aber draußen auf der Schachtel, da steht irgendetwas falsch, dann sagen alle, ja, hast du noch ein anderes Problem? Wir sprechen hier gerade über die Erlebnisse, die ich am Tisch habe, wenn mal wieder irgendwie der Vorgänger die Flammen nicht gelöscht hat. Und ist das jetzt ein super Gefühl? Also ist das jetzt ein Bug an der Stelle oder ist das sogar das Feature des Spiels und macht es gerade so abwechslungsreich? Ne? Und du kommst mir mit so einem Schachtelaufdruck. Nein, also das ist nicht, worüber wir sprechen. Wir sprechen wirklich darüber, was bei den Spielen mit den Menschen passiert, die am Tisch sitzen und nicht bei denen, die ein Unboxing machen. Ja, verstehe. Ja, können wir gleich gut überleiten zu meiner nächsten Frage. Worüber redet ihr? So, ja. Wir haben uns ja da bei Dune Imperium jetzt nominiert zum Kennerspiel ja so ein bisschen gefragt, ob das Thema Franchise-Spiele für euch irgendeine Rolle spielt in der Diskussion. Ich meine, klar, Dune ist jetzt, sage ich mal, eben auch nicht Star Wars oder Marvel oder so diese extremen Franchise, die wir ja durchaus auch im Brettspielbereich haben. Du sagst ja,
hast ja schon gesagt, ihr guckt euch an, macht ein Spiel Spaß, Spaß oder Spaß. Trotzdem ist es in irgendeiner Form auch ein Thema bei euch, ob Spiele jetzt ja, letztlich von Filmen oder von irgendwie, letztlich wissen wir ja auch, gibt es eben Spiele, die sind nur auch so ein bisschen gebrandet. Ja, gut, es sind vielleicht auch nicht die besten Spiele, da seid dann schön raus, aber ja, in dem Fall ist es ein sehr, sehr gutes Spiel und es hat ein Franchise. Ist es irgendein Thema für euch? Nein, überhaupt kein Thema, weil das hat ja mit dem Spiel gar nichts zu tun. Das Einzige, was wir natürlich uns gefragt haben, wo es dann auch unterschiedliche Erfahrungen gibt, kann man das Spiel nur dann wirklich gut spielen, wenn man den Film oder die Bücher dazu gelesen hat? Das Ergebnis von von den Jurymitgliedern, die weder Film noch Buch kennen, war, ja, kann man, perfekt, das ist ein Auf tolles jeden Fall. Spiel. Und es spielt keine Rolle, ist ja auch nicht der erste Franchise, Tore der Welt, also die Ken Follett-Spiele zum Beispiel, waren ja auch schon ausgezeichnet und deswegen, Stimmt, nein, also sowas ist uns absolut egal. Also zumindest, also uns sind natürlich keine Themen egal, ne? So ist es jetzt nicht. Also ich kann das ja nicht, also es gibt ja vielleicht auch mal auch Franchise-Themen, wo irgendetwas eine Rolle spielt, wo man eigentlich überhaupt nicht in Verbindung mitgebracht werden will. Natürlich, das will ich nie ausschließen für die Zukunft. Ich kann es aber für dieses Jahr ausschließen. So etwas war nie ein Thema. Ich meine, ein bisschen überraschend, aber das gilt wirklich ja nur für uns in der so oft beschriebenen Bubble, ja, wo wir dann manchmal den Blick verlieren, auch auf eure Perspektive, dass natürlich jetzt Kryptid bei euch auf dem Tableau ist, aber klar, es ist dieses Jahr auf Deutsch rausgekommen. Trotzdem, das Spiel ist natürlich gefühlt schon etwas älter, weil es, ich weiß nicht, auf Englisch international, Essen war, glaube ich, vor 3 Jahren oder ich bin mir nicht ganz sicher, wann Osprey es zum ersten Mal rausgebracht hat. Ist sowas für euch ein Thema oder sagt ihr ganz klar nein? Weil das ist ja auch manchmal ein bisschen verwaschen. Was heißt denn deutscher Release? Ist es jetzt international, Kickstarter, wie auch immer? Oder ist es wirklich, könnt ihr das überhaupt klar fassen? Wann ist es denn jetzt in welchem Jahrgang? Das haben wir uns da bei Kryptid so ein bisschen gefragt. Ja. Das für euch vielleicht auch mal schwierig ist zu entscheiden. Nehmen wir das jetzt mit rein oder nicht? Ja. Ja, der internationale Release spielt ja für uns gar keine Rolle, weil ja völlig klar ist, das Spiel muss ja überhaupt erst auf Deutsch produziert werden, damit es dann interessant ist. Manchmal, klar, ist das schon ein bisschen Recherchearbeit festzustellen, wann jetzt wirklich der Release ist. Im Prinzip ist für uns so eigentlich entscheidend, wann ist so ein Spiel im Einzelhandel erhältlich. Ne? Klar, jetzt haben wir jetzt alle kein Spielegeschäft, so genau wissen wir es nicht. Da muss man, wenn es sozusagen so ganz knapp wäre, mal auch ein bisschen recherchieren. Das Gute ist, wir müssen ja solche Infos immer nur für Spiele sammeln, die wirklich die Chance haben, als herausragend eingestuft zu werden. Wenn wir das mit allen 302 Neuerscheinungen des Jahres, die wir im letzten Jahr hätten, noch plus den Varianten, dann ist es noch 330. Glaube ich, dann hätten wir viel zu tun. Müssen wir aber nicht. Wir müssen uns ja grundsätzlich auch nur ein Urteil bilden über die Spitze des Jahrgangs. Ich muss gar nicht wissen, welches Spiel gut ist. Ich muss nur wissen, welches Spiel ist herausragend. Und von dem muss ich, wenn wirklich irgendwie Zweifel sind, nochmal genauer nachgucken, ist es jetzt auch wirklich für den Einzelhandel in dem Zeitraum neu rausgekommen, den wir hier als relevant einstufen. Ja. Nee, alles klar. Das ist, denke ich, eindeutig. Ja, dann ist natürlich noch die Frage, auch eine eher, sage ich mal, natürlich lustige Überlegung. Scout ist jetzt wirklich, glaube ich, die kleinste Schachtel aus meiner Sicht, die je nominiert war. Was machen die, wenn sie nachher, ich meine, selbst wenn sie jetzt nicht gewinnen würden, könnten sie ja auch das Nominiert-Logo drauf drucken. Ist das Logo dann kleiner oder wie für kleine Schachteln? Oder habt ihr nicht immer die gleiche Größe? Da haben wir uns wirklich so gefragt, okay, muss da irgendwie vielleicht die Schachtelgröße nochmal anpassen ans Spiel des Jahres jetzt? Weil das ist natürlich ein Sonderfall. Ich meine, es gibt ja noch kleinere Schachteln, das sind dann richtige Minispiele. Aber ich glaube, das war wirklich das kleinste Spiel, was sie je nominiert hat. Ja, da sind wir auch sehr gespannt, wie das gemacht wird. Ne? Also, das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum es überhaupt ausgezeichnet wurde, das Spiel. Nein, Scherz, natürlich Ja, nicht. Ne? Also, es spielt überhaupt keine Rolle,
ob wir der Meinung sind, dass das Orange eines Scout farblich überhaupt nicht zum roten Pöppel passt. Ja, genau, passt Obwohl nicht ich mehr, zugeben muss, ich glaube, irgendjemand hat scherzhaft gesagt, ob es, oder war das in irgendeinem Blog, ob man nicht besser ist, als ein anthrazitfarbenes Spiel nehmen würde. Das könnte man dann wenigstens noch farblich ach so, verkraften. Anthrazit ist wegen der sozusagen, Farbe, ja, ne, einfach ein bisschen besser. Ne? Also es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, dürfen die haben die Verlage das Recht, das Logo in Relation zur Größe der Schachtel drauf zu drucken. Ich ah glaube, es gibt ja, sowas, es okay. darf maximal, weiß ich nicht, 18% der Schachteloberfläche bedecken. Aber ich muss mich belehren lassen, es gibt auch eine Mindestgröße, auf die jeder Verlag das Recht hat. Ja, Also verstehe. kleiner drucken kann man immer. Ja, Also es ist das auf jeden ist Fall klar geregelt, sagen wir es mal so. ja, also wie das jetzt geht, also ich meine, da glaube ich, da hat der Designer der neuen Schachteloberseite doch echt was zu tun. Ja, da bin Auf ich auch jeden echt Fall. gespannt. Also das Ja. gibt auch mal eine Sondersendung. Ne? Ja, und die vielleicht naja, spannendste oder Frage, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben von meinen Punkten. Ja, Rote Kathedrale. Natürlich, wir hatten das Thema jetzt schon mehrmals, also Thema. Jetzt haben wir uns wirklich gefragt, kann das eine Rolle spielen? Darf sowas eine Rolle spielen, dass wir jetzt völlig sicherlich unbeabsichtigt vom Verlag, von den Autoren, von den Machern, dass jetzt ein Thema in einem guten Spiel ist, was vielleicht in Frage kommen könnte, einfach nicht in die Zeit passen will, so gefühlt. Ja? Natürlich gibt es da auch die unterschiedlichsten Meinungen sicherlich dazu, das merken wir auch in unserer Community. Und einen sagen, ist völlig egal, die anderen sagen, ah, nee, das wäre einfach jetzt einfach unsensibel gewesen, sowas zu machen. Ja, habt ihr darüber gesprochen? Also jetzt unabhängig davon, vielleicht habt ihr ja auch einfach gesagt, Rote Kathedrale aus welchen Gründen auch immer, kommt sowieso auch nicht in Frage. Aber mal angenommen, es würde in Frage kommen. Ihr habt ja auch, wenn ich mich erinnere, auf die Ukraine-Krise ja auch reagiert mit diesem damals im Kinderspiel, beim letzten Kinderspiel, dass ihr die Einnahmen gespendet habt, glaube ich, ja, die von einem russischen Verlag sozusagen gezahlt wurden für das Logo. Also ihr habt dieses Thema ja auf dem Schirm. Ja, willst du dazu was sagen? Kann man dazu was sagen? Ja, klar, kann man dazu was sagen. Wir haben über diese Frage auf unserer Klausurtagung nicht eine Minute geredet. Also wir geben ja erstens, deswegen sage ich natürlich jetzt auch nichts zu die Rote Kathedrale, weil wir geben keine Begründung ab für Spiele, die bei uns nicht die Mehrheit von 6 Stimmen gefunden haben. Ne? Also so viel Meine, das müssen ist es der dann doch. Grund. Sie haben nicht die Mehrheit gefunden. Ja, letztlich. Ja, das ist der Ja. einzige Grund, den ich Ja. hinterher bekannt gebe. Ja, Aber genau. ganz wichtig ist, wir geben natürlich Begründungen, also natürlich für die Gewinner, alles klar, aber auch für viele andere Spiele. Wir können das nicht ganz flächendeckend machen, aber mir und uns ist da Transparenz sehr, sehr wichtig, warum wir Entscheidungen treffen. Und es gibt zu vielen Spielen, nicht zu allen, das schaffen wir nicht. Ja, zum Beispiel sogar auf unserer Website von Spiel des Jahres sogar Kritikenrundschauen, wo man die Meinung von verschiedenen Leuten nachhören können, nachlesen kann. Man kann nachhören unseren Podcast, das spielerische Quartett. Da kam jetzt, glaube ich, die Rote Kathedrale nicht vor, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber dann kann man Eindruck davon gewinnen, wie wir miteinander diskutieren, solche Themen. Und da kann jetzt jeder auch mal nachgucken bei Spielen, die ihm oder ihr vielleicht fehlen, welche Argumente da auch eine Rolle gespielt haben können. Weil völlig klar ist, es geht ja nicht darum, dass wir gute Spiele herausfiltern. Wir müssen ja, wenn es nur 15, das ist ja jetzt 5% vom Jahrgang, wir müssen wirklich das Herausragende rausfiltern. Also nur gut hilft nicht, ne? Also das ist schade für viele Autorinnen und Autoren. Das ist an der Stelle nicht relevant für uns, sondern es muss besser sein. Wir wollen uns auf 15 beschränken, weil wir würden uns die Arbeit, glaube ich, leicht machen, wenn wir einfach sagen 30. Ne? Also dann haben wir auch viel weniger Streit und Stress in der Jury. Ne? Also dann hat jeder seine Lieblingsspiele locker drin. Ne? Wobei dann natürlich dann so YouTuber wie du und so immer noch kommen. Also wenn man schon 30 draufsetzt, hätte man Auch das 50 machen, 31. Jahr auch noch drauf tun können. Ne?
Also das ist dann ja, hilft glaube ich am Ende auch nichts an der Stelle. Die Videos, die zur Auswertung gemacht werden in den verschiedenen Kanälen, würden länger. Das freut manche, aber es hilft uns nichts, weil wir haben ja eine andere Zielgruppe. Wir wollen ja klare Tipps geben und deswegen bleiben wir bei möglichst kurzen Listen, weil wir es uns nicht leicht machen wollen und den Preis nicht verwässern lassen wollen. Deswegen ist es immer schade, dass was fehlt. Klar, also ich habe auch noch andere Spiele, die ich gerne drauf hätte, aber das Dumme ist, dass der Kollege X ein ganz anderes Spiel gerne hätte drauf haben wollen und deswegen kommen wir an der Stelle auch nicht weiter. Noch eine Sache zu die Rote Kathedrale. Ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dieses Thema irgendwie auch thematisch überhaupt zu debattieren, weil es hat mit der aktuellen Situation in Russland, in der Ukraine so derart gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Ja, also es hat uns auch nur so, also letztlich, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht, bis ich dann im Video saß und das Cover der Titel gesehen habe. Und dann ist es halt wirklich dieses, naja, ich denke schon, dass man, also wie gesagt, ich glaube auch, das ist eine, vielleicht eine schwierige Diskussion, aber das ist trotzdem natürlich eine Diskussion, die man führen kann, wo man sagt, naja, das ist vielleicht, wäre dann vielleicht für manche Leute einfach nicht so das Richtige. Aber ja, das denke ich auch. Das ist natürlich eigentlich Kokolores, weil es nichts damit zu tun hat. Ja, also wie gesagt, wir diskutieren über den spielerischen Reiz so eines Spiels, was in der Schachtel ist, aber wir sind auch nicht blöd. Ne? Also ist natürlich auch völlig klar, ne? Wenn da jetzt ein russischer Verlag gewesen wäre oder ein russischer Autor, eine Autorin, war aber bei keiner einzigen Diskussion in diesem Jahr der Fall, verrate ich jetzt schon mal, dann hätten wir darüber sicherlich gesprochen. Weil das ist dann auch nicht einfach. Ich weiß auch nicht, mit welchem Ergebnis. Ne? Also das ist schwierig, ist einfach eine schwierige Situation. Aber wir hatten großes Glück. Wir mussten über dieses Thema nicht sprechen. Wir hätten sicherlich darüber gesprochen, wenn es gekommen wäre. Wir sind uns unserer auch gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Ich habe auch am Anfang der Jury-Sitzung dieses Jahr auch noch mal an Wieland Herold gedacht, der jetzt vor kurzem gestorben ist, der viele Beiträge auch zur Arbeit von Spielekritikerinnen und Kritikern gemacht hat, zur Spiel des Jahres-Jury, und der sehr schön in seinem Beitrag damals zur Initiative Spielen für Toleranz, die wir immer noch unterstützen, sehr schön deutlich gemacht hat in seinem Beitrag und aufgeschrieben hat, welche gesellschaftliche Relevanz Spiele haben und warum wir das machen, weil es uns um Zusammenhalt geht und dass Spiele zusammenbringen sollen. Und das ist, glaube ich, allen Jurymitgliedern sehr bewusst, dass wir auch diese Verantwortung haben. Aber das hat eben selten was mit dem Thema eines Spiels zu tun, sondern es hat was mit dem Spielen zu tun, weil das ist der Kern unseres Hobbys, das wir da haben, dass wir zwar diese Schachteln haben, aber diese Schachteln ihre Kraft erst dann entwickeln, wenn wir sie aufmachen, auf den Tisch legen und wir das was gemeinsam mit dem Ergebnis tun. Ich bin persönlich da ja auch der Meinung, dass wirklich dass diese Themen über die Themen, ja, dass die wichtiger werden und dass man darüber mehr redet und dass es vielleicht auch den einen oder anderen Streit darüber gibt, dass es eigentlich eine positive Entwicklung ist, weil es nämlich zeigt, dass die Sachen relevanter werden, dass die Brettspiele relevanter werden. Früher hätte sich, glaube ich, einfach niemand drum gekümmert, um diese ganzen Sachen. Und ich glaube, in dieser Doku, die ja auch ich ja auch sehr gut finde, wo ich auch natürlich auch teilgenommen habe, da vom Hessischen Rundfunk, hat es dieser eine Beitrag auch sehr gut dargestellt, dass eben das auch so ein gewisses als Kulturgut erwachsen werden gehört damit dazu, dass man zumindest über diese Sachen mehr redet und sich diesen Themen mehr stellt, egal mit welchem Ergebnis. Ja, und ich wollte, jetzt hast du doch noch ein Stichwort genannt. Ich dachte, das wäre schon meine Schlussfrage, aber du hast nochmal die Zahl 15 richtig so gesagt und das war, wo hatte ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Es ist also wirklich so, die Longliste Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres zusammen. Dieses Jahr sind es 15 Spiele, 9 bei Rot, 6 bei Anthrazit. Und das ist sozusagen wirklich die Zahl. Darauf wollt ihr es runterdampfen, unabhängig davon, vielleicht ist da mal 8, 7 oder so. Das ist wirklich die Zahl. Oder sagt ihr, naja, kann auch mal 16 sein. Aber ihr seid klar, 15, ja. Wir sind da jetzt gerade klar auf 15, kann im nächsten Jahr auch 16 sein oder 14. Also da will also alles andere halte ich für unwahrscheinlich. Das will ich jetzt gar nicht so machen, aber am Ende sind wir schon so ein bisschen stolz darauf, wenn wir es schaffen, uns wirklich auf so eine Zahl zu einigen und die auch
gemeinsam zu vertreten und uns da wirklich auch sicher sein können, dass wir das wirklich allein aufgrund der spielerischen Kriterien machen konnten und nicht über alles Mögliche noch reden mussten. Und es wird ja auch eine Menge spekuliert. Deswegen sage ich hier auch an der Stelle nochmal, was denn die Kriterien sind. Zwei, drei Sachen hast du ja selber auch schon angesprochen. Also erstens, so ein Spiel muss einen Vertrieb haben, sodass er wenigstens potenziell flächendeckend im Handel erhältlich sind. Zweitens, der Verlag muss also wissend, dass er das schafft, dann auch entscheiden, dass er uns potenziell auch 10 Exemplare von dem Spiel zur Verfügung stellt, jedem Jurymitglied einzeln. Also es gibt auch schon mal welche, die sagen, also wir haben es zwar noch nicht im Vertrieb, also da kriegt man so Mails, aber wahrscheinlich kriegst du solche Sachen auch. Ich muss sie dann als Jurymitglied auch zurückweisen. Du kannst schon mal sagen, okay, ich gucke es mir auch an, wenn ein Spiel noch nicht im Handel ist, aber jemand am Küchentisch sagt, also ich würde es auch verschicken an jedem, der es will und der ist ganz begeistert und schreibt mir, wie sicher er sich ist, dass dies garantiert das Spiel des Jahres ist und so und ich ihn da immer enttäuschen muss. Nee, also du musst erst mal gucken, dass du das Spiel auch verkaufen kannst und anschließend gucken wir uns das Spiel an. Und der dritte Punkt ist, das Spiel muss in einer unlimitierten Auflage erschienen sein. Das heißt es nicht, man denkt immer an so handsignierte 100 Stück. Nee, das heißt aus unserer Sicht, dass klar sein muss, das Spiel wird nicht abverkauft Und ist dann und weg sozusagen, erscheint ja. anschließend in einem neuen Verlag zum Beispiel, weil sowas gibt es ja, oder es erscheint anschließend nur noch in mehreren Einzelboxen oder sonst wie, weil wir möchten wirklich das Spiel haben, von dem wir heute zumindest nicht uns sicher sind. Es wird es nur noch 2 Wochen geben und dann ist es verkauft. Da hat keiner was von, sondern da warten wir dann im Zweifel ab, bis das Spiel dann auch bei dem zum Beispiel neuen Verlag erschienen ist und würden es uns dann da erst angucken, weil das dann eben die potenziell unlimitierte Auflage ist. Das heißt ja auch nicht, dass es so ein Spiel ewig gibt, ne? Aber da können wir uns ja sicher sein, dass ein Verlag, wenn die Nachfrage da ist, weil ein Spiel ausgezeichnet wurde sowieso, dann ja auch entsprechend nachdruckt, ne? Ja, klar. Ja, halt vielen, vielen Dank. Das war jetzt so meine Themen. Haben wir alle durch. Wenn du noch was hast, darfst du natürlich gerne noch was über was sprechen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal. Das waren sehr interessante Einblicke mal wieder in eure Arbeit. Und jetzt sind wir natürlich alle wirklich gespannt aufs Ergebnis. Ich auch. Am 16. ist es soweit, 16.07., also jetzt Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Diesmal abends wird es denn auf jeden Fall auch wieder einen Livestream geben. Ist geplant, vermute ich mal. Ja, Klar, ja. ja klar. Ja, also das heißt, alle können dann Solange ARD und ZDF noch nicht selber live übertragen, müssen wir schon selber dafür sorgen, aber das kriegen wir hin, genau. Das kriegt ihr hin. Ja. Und ihr nicht vergessen, es ist diesmal ein Samstag und es ist abends. Also wir müssen alle unsere Wecker woanders stellen. Gut, wir sind natürlich auf der BerlinCon, weil es ja parallel dazu stattfindet. Wir haben ja übrigens vor, auch diesen Livestream in Zukunft auch auf der BerlinCon auch irgendwie zu übertragen. Dieses Jahr wird es leider nicht klappen, weil wir sind noch ein bisschen im Wiederaufbau und uns fehlt die Bühne dieses Jahr. Deswegen können wir also einfach groß in den Spielesaal irgendwo hin projizieren, wäre, glaube ich, also ist nicht praktikabel für uns so richtig. Man hört auch nichts, ja. Aber sobald wir wieder eine Bühne auf der Veranstaltung haben, da wollen wir gerne dann natürlich auch die Verleihung spiegeln, damit man auch die jetzt vor Ort abends noch sind, da auch. Auch zugucken können. Das wäre sicherlich eine schöne Geschichte. Genau, also in dem Sinne, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit euren nominierten Spielen. Die müsst ihr ja jetzt noch ein paar Mal spielen. Nehme ich mal Genau, an. ja, richtig. Ja, aber es macht ja Spaß. Ja, ich meine, sind wir ein bisschen, ist ja die Phase, wo man ein bisschen durchatmen kann als Jurymitglied. Wir spielen ja so viele auch Spiele, die man normalerweise gar nicht erst anfassen würde, weil man schon vorher denkt, und es bestätigt sich leider auch oft, ne? Und dann muss man es trotzdem spielen. Und das ist ja das, wenn auch neue Leute dazu kommen, ich will als erstes sagen, du darfst jetzt nicht mehr das spielen, was du spielen willst. Und schon gar nicht Spiele, die älter als ein Jahr sind. Ne? Also das ist komplett ausgeschlossen. Aber jetzt fängt so langsam die Phase an, wo völlig klar ist, wir spielen nur noch wirklich
super Spiele, ne? Also die sechs, die ich zu spielen habe, da freue ich mich immer auf jede einzelne Partie sehr, ne? Und ich habe jetzt auch dadurch, dass es eben nur noch sechs sind, natürlich auch Freiraum. Vielleicht, das will ich meinen Mitspielerinnen und Mitspielern auch nicht allzu viel Hoffnung machen, dass sie sich nachher sogar selber ein Spiel aussuchen Ja, dürfen, ne? das kommt nicht in Sondern Frage, ist klar. Ne, genau, ganz genau, ne? Und sondern also ein bisschen Freiheit ist schon ein bisschen mehr da, ne? Sehr gut. Eigentlich auch eine schöne Zeit. Alles andere macht Genau. mir auch viel Spaß, ne? Auch wenn es viel Arbeit macht, ne? Aber jetzt so ein bisschen Entspannung langsam einkehrt, ist auch gut. Alles klar. Na dann, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns dir die Zeit genommen hast. Natürlich, ihr Zuschauer dürft gerne natürlich in den Kommentaren noch weitere Fragen, Kommentare zu den genannten Themen oder auch anderen zu der Jury und der Entscheidung dieses Jahr stellen. Ich denke, du wirst da auch einmal reingucken, mal gucken, ob da noch Fragen kommen, die wir jetzt gar nicht behandelt haben. Das waren, wie gesagt, die Sachen, die ich mir dann eben so, die bei uns so aufgekommen sind. Aber da kann man ja, es macht ja auch Spaß zu diskutieren, deswegen machen wir es und es ist ja auch eine schöne Sache, dass ihr da auch jetzt mehr kommuniziert. Finde ich super. Ja, also in dem Sinne, vielen Dank. Danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren natürlich und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ja, Tschüss. danke schön. Tschüss.